Hey Leute, ich bin Anni und das ist ein neues Let's Play. Mario und Luigi Dream Team Bros. Und ja, wir fangen auch direkt an. Wir nehmen eine neue Datei. Spiel beginnen. Okay, ich habe das noch nie gespielt. Ami hat das halt, glaube ich, durchgespielt. Hast du es durchgespielt? Nicht ganz. Okay, nicht ganz, aber etwas. An einem sonnigen Tag von nicht allzu langer Zeit. Das ist Peach House. Das weiß ich. Erreichte Prinzessin Peach vom Pilzkönigreich ein Bote mit einer Einladung. Okay. Eine Einladung auf die Insel La Dormita, geliefert mit dem angemessenen Pomp. Okay. An Prinzessin und Volk des Pilzkönigreichs kommt auf die Insel von Komfort und grenzenloser Kuscheligkeit La Dormita. Unser Team von Profis wartet. Lasst euch im Urlaub verwöhnen. Absender La Dormita Inselverwaltung. Okay. Und da ist Peach. Und ganz viele Satz. Die Prinzessin entschloss sich mit dem... Okay. Sie konnten nicht ahnen, was sie dort erwarten würde. Ach ja, unsere beiden Lieblingsklempner waren natürlich auch mit dabei. Mario! Und? Ja, okay. Okay, Luigi. Wir kennen ja Luigi. Ich mache den Sound ein bisschen höher. Boah. Okay. La Dormita also, ja? Ganz ehrlich, der Name sagt mir wirklich gar nichts. Prinzessin? Ich habe ein flaues Gefühl bei dieser Reise. Und noch ist es nicht zu spät. Kehren wir zurück nach Hause. Ruff! Ah! Okay. Und wer ist denn das? Guten Tag. Sehr angenehm, Sie alle hier zu sehen. Ich bin der Verwalter von La Dormita. Mein Name ist Dr. Schlummermeer und ich... Ist der etwa eingeschlafen? Ups. Bitte verzeihen Sie. Vielleicht haben Sie ja schon erraten, dass ich auf dem Gebiet der Schlaf- und Traumforschung tätig bin. Ja, und auf La Dormita existieren Kräfte, die einen tiefen, festen Schlaf erheblich begünstigen. Schlafkräfte, was ist das für ein Unfug? Hochstapler, wacht auf und erklärt, was ihr da fantasiert. Dies ist nicht der Augenblick für theoretische Erklärungen. Ich bitte Sie zunächst, sich zu entspannen. Seien Sie ganz ruhig, bis wir die Insel erreicht und genießen Sie Ihren Flug. Ja, entspannen Sie sich gemeinsam mit dem Hund, Ihrem Mitpassagier und mit diesem anderen Passagier. Ein sehr interessanter Charakter. Was bedeutet das? Okay. Hilfe, ich kann nichts steuern. Nein. Okay. Ich weiß nicht, was ich da machen muss.
Meister Mario, seit eurem letzten Kampf ist schon eine Weile vergangen, oder? Soll ich eure Kenntnisse über Attacken etwas auffrischen? Ja, bitte. Starten wir mit eurer liebsten Attacke, der Sprungattacke. Seht euch die Blöcke an, die über euren Kopf erschienen sind. Flucht oder Sprung? Okay. Verwendet sie, um eure Aktion auszuwählen. Verwendet den A-Knopf, um eure Wahl zu treffen. Okay. Bestimmt nun, welchen Gegner ihr angreifen wollt. Diesmal steht euch nur ein Gegner gegenüber. Drückt also einfach nur den A-Knopf. Okay. Achso. Sehr gut, Meister Mario. Mit den Blöcken wählt ihr eure Aktion aus. Anschließend bestimmt ihr den Gegner, den ihr angreift. Vergesst das nicht. Mhm. Ah, okay. Ah! Oh Gott. Hilfe. Und Sprung. Okay. Geil. War vielleicht eine schlechte Idee, auf einem Luftschiff zu kämpfen? Ciao, ciao. Und der Hund. Oh. Nächster La Dormita. Okay. Und da sind wir nun. Okay, Sturzflug. Haben wir es überlebt? Anscheinend schon. Mamma mia. Oh je. Luigi, hast du da wieder geträumt? Hat sich angehört wie ein schrecklicher Albtraum. Endlich, wir haben La Dormita erreicht. Luigi, los, jetzt! Zeit zum Aufstehen! Ja, endlich angekommen. Also, was sollen wir als erstes tun? Uns umgucken. Willkommen auf La Dormita! Wir haben eure Ankunft schon sehnsüchtig erwartet. Zunächst möchten wir euch Gänse zeigen. Unser erstes Ziel ist das Kissenschloss. Okay. Ein Moment noch. Ein Moment noch. Ich denke, der Besitzer dieser Insel ist ein gewisser Dr. Schlummermeer, nicht wahr? Nun, und Prinzessin Peach ist wirklich sehr, sehr weit gereist, um diese Insel zu besuchen. Es ist völlig unangemessen, dass der Doktor hier nicht persönlich zur Begrüßung anwesend ist. Beruhigt euch, Tats. What? Das ist doch nicht so wichtig. Aber natürlich, jetzt fällt es mir ein, ich hätte es längst erwähnen sollen. Bedauerlicherweise ist Dr. Schlummermeer im Moment beschäftigt unterwegs und daher unabkömmlich. Er reist viel, auch in ferne Länder, um die Insel bekannter zu machen und den Tourismus anzukurbeln. Sie verstehen? Deshalb hat er mir aufgetragen, sie um Geduld zu bitten, bis er sie endlich persönlich begrüßen kann. Oh. Wir treffen uns ein Stück weiter östlich auf dem Weg zum Schloss. Östlich. Okay. Das ist so aufregend. Auf, lass uns gehen. Okay. Ja, guten Tag. Ich glaube, du ahnst es schon. Zum Laufen verwendest du das Schiebepad und zum Springen den A-Knopf. Mhm.
Normalerweise steht hier das Aktionssymbol für den Sprung, den du mit dem A-Knopf machst. Aber Achtung, näherst du dich einem anderen Charakter oder einem Schild? Schwupps, schon erscheint ein anderes Symbol. Genauso. Schau nur, was du mit dem A-Knopf alles machen kannst. Sieht das Aktionssymbol so aus, redest du mit Leuten oder liest Schilder. Probier es ruhig aus, wenn sich dir Gelegenheiten dazu bieten. Okay. Bewege mit dem Schiebepad. Okay. Und A springen. Okay, wir gehen mal dorthin, wo die hingegangen sind. Na, so wird man hier herzlich begrüßt. Na. Hier lang. Warte kurz, ich muss dir etwas erklären. Es gibt auf La Dormita einen speziellen Service. Wir nennen ihn das Speichern. Dieser Service hilft dir, kostbare Erinnerungen an deinen Aufenthalt hier zu bewahren. Dies ist dein erster Aufenthalt auf La Dormita. Lass mich dir zunächst das Konzept des Speicherns näher bringen. Okay. Bitte wirf einen Blick auf den Touchscreen. Mhm. Hier unten. Siehst du das große S-Symbol mit der Aufschrift Speichern? Genau das hier. Mhm. Berührst du dieses Symbol, kannst du deinen aktuellen Spielfortschritt speichern. Mhm. Aber es kommt noch besser. Springst du gegen einen Block wie diesen hier, so speicherst du ebenfalls deine aktuellen Daten. Auf Reisen kann dir alles Mögliche passieren. Wenn du aber häufig speicherst, musst du dir um nichts mehr Sorgen machen. Vergiss also nicht, regelmäßig zu speichern. Okay, ich würde sagen, an diesem Speichersymbol machen wir auch mal direkt Schluss. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Und ja, ciao, ciao!